Ich bin Stefanie Riese und bin an der Fakultät in Brixen, der Universität Bozen, beschäftigt schon seit vielen Jahren, bin dort Sprachwissenschaftlerin und arbeite vor allem in der Lehre, ja, im Bereich der Bildungswissenschaften und leite seit einigen Monaten auch unseren Bachelorstudiengang Kommunikations- und Kulturwissenschaften. Wenn man es übersetzt, bedeutet Piktogramm letztlich ja eine Bildsprache, also Graphein griechisch Sprache und Pictus lateinisch gemalt. Also schon in der Übersetzung des Wortes Piktogramm steckt schon Bild oder Malerei, wenn man so will, drinnen. Und Piktogramme sind, wie gesagt, sehr alt, aber sie haben eben gerade in den letzten Jahrzehnten, so seit den 1970er Jahren, eine regelrechte Renaissance erfahren, vor allem eben in Leitsystemen, die mittlerweile von unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Also wir haben überall Zeichen, mit denen auch kommuniziert wird. Das ganz Wichtige ist, dass sie dann eingesetzt werden, wenn man unabhängig von einer einzelnen Sprache verständlich sein will oder sein muss. Das ist sozusagen der große Vorteil von Piktogrammen. Sie sind allgemein verständlich. Man kann sie verstehen, ob man Chinesisch oder Griechisch oder Italienisch spricht. Das ist sozusagen der große Wert und so werden sie bei uns im Alltag eingesetzt. Und es wundert mich gar nicht, dass sie jetzt Eingang auch in die, vor allem in die zeitgenössische Kunst gefunden haben. Voraussetzung ist natürlich immer, Piktogramme bewegen sich immer und sind dann verständlich vor dem Weltwissen der Zeit. Sonst kann man sie natürlich nicht verstehen. Wenn wir heute als heutiger Mensch sozusagen ein Handy abgebildet sehen, was durchgestrichen ist, dann verstehen wir automatisch, dass hier die Benutzung des Handys nicht erlaubt ist. Das wäre natürlich vor 150 Jahren noch nicht möglich gewesen, weil es noch gar keine Handys gab. Also hätten die Menschen das damals auch noch nicht verstanden. Also Piktogramme sind universell, aber sozusagen nur in einem bestimmten Zeitraum. Ja, und sie müssen referieren auf ein gemeinsames Weltwissen, wenn man so will. Und das ist sozusagen die Herausforderung zu verstehen, auch sicherlich auch für einen Künstler, welches Piktogramm kann ich verwenden, wenn ich auch damit verständlich sein will. Da referiert der Mulliken natürlich auch sozusagen auf ein klassisches Kunstprinzip, wenn man so will. Er verbindet ja die Piktogramme auch wie mit bestimmten Farben, die etwas bedeuten. Die Farbe Rot bedeutet vielleicht sonst im Alltag bei einer Ampel etwas anderes als die Farbe Grün natürlich. Und in der Welt, in der Kunstwelt, in der Bildersprache, die der Künstler hier entwickelt, bedeutet sie auch etwas, was man natürlich ein Stück weit schon wissen muss. Sonst kann ich nicht verstehen, warum er, weiß ich nicht, einen Mond oder eine Sonne oder auch ein Kreuz in ein grünes Farbfeld setzt. Also insofern arbeitet er sehr stark mit Piktogrammen, die allgemeinverständlich sind, die wir alle sofort identifizieren können, wo aber sozusagen der Übergang von der Ebene, wo ist etwas ein Piktogramm und wo wird es auch zu einem Symbol? Das ist ja das unheimlich Spannende und damit arbeitet ja auch die Kunst. Also wann ist etwas ein Symbol? Also wenn wir auf den Alltag zurückgehen, dann stand früher Hammer und Sichel für die Sowjetunion, für eine bestimmte Ideologie. Natürlich konnte man verstehen, was ein Hammer ist und eine Sichel, aber sie standen sozusagen symbolisch für etwas Größeres, für ein ganzes Land, für eine ganze Ideologie, wenn man so will. Und das ist aber sozusagen ja erst entwickelt worden. Ja, das mit Entstehen der Sowjetunion entstand auch dieses Symbol und ist wieder verschwunden. Ja, also insofern ist es sehr interessant, auch wenn ein Künstler auch durchaus versucht, hier in seiner eigenen Welt auch in diese Symbolsprache reinzugehen und nichts anderes haben, soweit ich die Kunst verstehe, auch die Kunstgeschichte, auch Maler gemacht in früheren Zeiten, wenn sie zum Beispiel die christliche Geschichte oder die christliche, ganze christliche Liturgie in Bildern dargestellt haben. Dann ist das ja auch so gemacht worden, dass man sich nicht einfach nur hingestellt hat und gesagt hat, oh, da sind schöne Figuren gezeichnet, sondern man musste das auch verstehen und entschlüsseln. Wenn wir sagen Sprache in Kunst, Language in Art, wir sind auch in einem mehrsprachigen Gebiet, dass dieses Thema einfach auch präsent ist hier im Museum. Und man soll vielleicht jetzt nochmal zurückgehen, Piktogramme sind nach dem, was wir wissen, was uns überliefert wurde, eigentlich die ältesten Schriftsysteme.
Also wir haben die ältesten Zeugnisse von den Sumerern, die damals in Piktogrammen eben genau in solchen Zeichen, jetzt nicht in diesen, die hier sind, aber in Zeichen kommuniziert haben und das hinterlassen haben, in Stein gemeißelt. Die sind über 5000 Jahre alt und wir können nur vermuten, man kann nicht alles ganz genau rekonstruieren, dass sich aber letztlich über ja, jahrhundertelange, jahrtausendelange Prozesse aus diesen Piktogrammen, also aus dieser Bildersprache, auch unsere heutigen Alphabetschriften entwickelt haben. Also insofern ist es ein sehr interessant und auch nicht von ungefähr, dass ein zeitgenössischer Künstler auf so eine, wenn man so will, Urbildsprache zurückgreift, wenn er kommunizieren möchte. Wird sehr spannend sein, wenn man sich vielleicht, wenn diese Arbeiten noch da sind, in 100, 200 Jahren anschaut, wird es vielleicht ein paar von den Dingen, die hier abgebildet sind, vielleicht nicht mehr geben. Ein Bügeleisen wird es vielleicht nicht mehr geben und ein Telefon wird man nicht mehr mit einem Telefonhörer darstellen, weil es das einfach überhaupt gar nicht mehr gibt. Es ist ja jetzt schon quasi verschwunden, der klassische alte Telefonhörer mit einem Kabel dran. Und insofern ist es sicherlich auch eine Form der Schule, auch der Schulung, sich auf so eine, auf solch eine Zeichenwelt auch einzulassen und sie auch verstehen zu wollen. Vielleicht ist deswegen nochmal auch der Bezug zur Linguistik sehr spannend, weil man immer sehen muss, dass die Sprachen immer in einem bestimmten zeitlichen Kontext verständlich sind, sich auch ständig ändern und von einer bestimmten Gemeinschaft verstanden werden. Ja, deswegen ist es auch sehr interessant, jetzt komme ich nochmal auf die Geschichte der Piktogramme zurück, dass wir überall auf der Welt unabhängig voneinander solche Piktogrammsysteme hatten. Also auch in früheren Zeiten, die Maya-Kultur kannte, das afrikanische Kulturen kannten, das europäische Kulturen. Also es scheint offensichtlich so ein menschliches Bedürfnis zu sein, das ist das Universelle wieder daran, in so einer Bilderschrift auch zu kommunizieren. Und insofern ist ein Museum und so ein schönes Museum wie das Museion sicherlich auch eine Sprache oder Sprachenschule.